Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vulcan Lords of Mayhem. Folge 4. Wir stehen jetzt hier noch im Sphere-Höhlennetzwerk und sollen die zweite Ebene betreten. Da haben wir aufgehört in der letzten Folge, das machen wir jetzt auch. Und hier haben wir auch den nächsten Wegpunkt. Ach Mensch, da hätte ich aber es hier noch spielen können. Na, egal. Das ist halt schwierig, ne? Hätte ich da jetzt aufgehört, hätte ich das Höhlennetzwerk bestimmt nochmal machen müssen. Also, das Spiel beendet, sagen wir mal so. So, jetzt haben wir hier... Hier werden mir zwei Eingänge angezeigt, aber ich kann... Wo sind denn die Eingänge? Ich kann keinen sehen. Da ist einer. Sollen wir da mal reinhuschen? Sieht nicht einladend aus. Sekundäre Aufgabe. Töte Galaphöron. Galaphöron, okay. Das klingt doch nach einer Herausforderung. Also für diese kleinen Viecher ist dieser Skill hier genau richtig. Ich überlege schon, ob ich mir den auf die rechte Maustaste nehme. Finde ich aber auch nur Schrott. Zeug, was ich nicht brauche. Ich hoffe, das ändert sich noch. Nicht genug Wut? Ich hab doch, bin doch wütend. So, hier ist er. Oh, der Drachenritter war gerade eingefroren. Unser Begleiter. Ja, nice. So, Quest abgeschlossen. Wähle deine Belohnung. Schädelkappe. Ja, ist gar nicht so übel. Ein 1% Angriffsgeschwindigkeit haben wir bei dem anderen nochmal drauf. Vier 4% Gesundheitsregenerationsrate. Und da ist sogar noch ein Sockel. 6% Bewegungsgeschwindigkeit. Ich nehme mal das Ding. So. Hyperwürfel, Ambossschlag. Wir sammeln erstmal alles ein hier. Dann schauen wir uns das mal an. Ambossschlag, ja, haben wir schon. Bekommen wir urzeitliche Affinität für. Das war jetzt das Ding, was ich mir ausgesucht habe. Das rüsten wir auch gleich mal aus. Da haben wir auch nochmal Gesundheitsregeneration drauf. Und der Rest ist... Naja. Naja. Erreiche die erste Spur. Willkommen zu deiner ersten Jagd. Jede Jagd endet in einem Kampf mit deiner Beute, sekundärer Boss. Du wirst eine Belohnung erhalten, falls du deine Beute aufspüren und besiegen kannst. Okay, das ist auch neu. Cicero, der Verbannte. Farbe, trübes Gelb.
Rattenschwarm. Ach, das ist ein Begleiter oder wie? Interagiere mit der Spur, um deine Beute zu verfolgen. Finde die nächste Spur. Möge die Jagd beginnen. Die Jagd hat begonnen. Nehme die Spur auf und verfolge den Weg, der von deiner Beute hinterlassen wurde. Das Finden von Spuren bringt dich deiner Beute einen Schritt näher und vertieft dein Wissen über den Gegner, dem du am Ende der Jagd begegnen wirst. Dein Haustier wird dir bei der Spur helfen, sodass du die nächste Spur, welche von deiner Beute zurückgelassen wurde, findest. Okay. Ach, hier, mein... Der zeigt mir jetzt eine Richtung an. Okay. Angriffsgeschwindigkeit geht runter, aber dafür haben wir ein bisschen mehr Widerstände. Wir haben noch einen Ring. 2 bis 3 Feuerschaden auf Zaubern zugefügt, 5% Kraftschild, ja. Besser als nichts, oder? Noch ein Ring. Nach dem Entsperren kannst du deine Ausrüstung und Kosmetik mit dieser Farbe ändern. Okay, du hast deinen ersten Farbstoff erhalten. Öffne das Kosmetik-Inventar, um es auf deine Rüstung anzuwenden. Alles klar. Stahlring. 8% auf den Gesamtwert aller Widerstände. Und 12% kritischer Schaden. Hört sich doch gut an. Würde ich sagen. There's nothing random about this. Noch ein Ring. 40 Kraftschild. Aber hier sind einige neue Sachen hinzugepatcht worden. Wie gesagt, das mit der Jagd kenne ich auch nicht. Da habe ich nur im Forum drüber gelesen. Da bin ich mal gespannt. Einige haben das als Buggy bemängelt. So, haben wir die nächste Spur. Hyperwürfelvernichtung. Das ist doch bestimmt wieder nicht für meine Klasse. Beziehungsweise Ausrüstung. Ja, sehr schön. Nur mit Stab oder Katalysator nutzbar, das war klar. Bekomme ich bei Zähigkeit eigentlich auch einen Bonus auf meine Gesundheitsregeneration? 55,9 haben wir jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Bestätigen. 55,9 ist es immer noch. Naja. So, Jagdauswahl. Wähle einen Modifikator. Respite. Beute plus 20% maximale Gesundheit. Du hast 15% Magiefund-Bonus auf deiner Beute. Oder Beute macht 10% mehr Schaden. Und nochmal 15. Naja, da komm. Hier, geben wir ihr ein bisschen mehr Gesundheit. Finde die nächste Spur. Machen wir gleich. Erst... 5% mehr Widerstände, jawohl. So, und was ist das hier? Ausgewählte Jagdmodifikatoren, okay. Das klingt aber jetzt erstmal alles sehr spannend und interessant. Da bin ich schon neugierig auf unsere Beute.
was das für ein Vieh ist. Ein Kriegshammer. Zweihand. So, wir müssen auch erstmal wieder schnell verkaufen gehen. Mohabi wird sich freuen. A fine item. Thank you very much. So. Hartleder Chaps. Das hört sich an. Das kostet mir echt zu viel. Ach, das ist auch wieder doppelt hier. Schön. I feel the power coursing through me. So, nee, ich will zurück. Sollen immer noch die nächste Spur finden. Da ist noch eine Kiste. Wir wollen ja hier nichts verkommen lassen. Wir für unsere Fähigkeiten einen neuen Modifikator bekommen. Schauen wir doch mal. Gnadenloser Rhythmus reduziert die Ressourcenkosten von Zorn des Biped. Ja. Ich lasse das aber erstmal. Töte die Beta-Brüter wieder. Ist echt schade, dass mein Begleiter nicht mitkämpft, der Hund. Gürtel. So, Räuberbeinschutz. Den gucken wir uns gleich mal an. Ja, Gesundheitsregeneration. Den nehmen wir.
Nur Müll. Bisher. Aufgabe wieder abgeschlossen. Da haben wir überzogene Halsberge. Komischer Name, ist aber so. Lederbrigantine. Materialschaden, Beweglichkeit, 5% auf den Gesamtwert der Status-Effekt-Chance und 4% Block-Chance hinzugefügt. Ich glaube, ich würde das hier nehmen. Halt, da liegt noch eine Leiche. Mit einem Ring. Blitzschaden auf Angriffe hinzugefügt. Ja, ist ja auch schön, dass sich der Weg jetzt hier wieder gabelt. Da ist die nächste Spur. Prozent auf den Gesamtwert der Vergiftungschance bei allen Schadenstypen und 30% mehr Magiefund-Bonus. Geil. Finde den Bau. Stufenaufstieg. Sehr schön. So, hier geht's jetzt bestimmt zum Höhlennetzwerk 3. Steht leider nicht da. Aber wir haben das Gebiet jetzt hier nicht komplett erforscht. Da unten war noch ein Weg offen. Da werde ich jetzt noch schnell mal lang sneaken. Wir wollen das Ding ja hier komplett haben. Einmal alles erkunden.
Ah, hätte ich mir auch sparen können. Einmal nichts. Hyperwürfel Phantomklingen. Nur mit Dolchen, Bogen oder Pistolen nutzbar. So, das war's. Dann können wir jetzt weitergehen. Ja, ich weiß. Also laut der Anzeige hier dauert das noch eine ganze Weile, ehe wir die Beute erreichen. So that's where the giant one is hiding. His challengers got fried alive. Achtung, alle Gruppenmitglieder werden in den Eventbereich teleportiert, ja. That one is scary. I've been waiting for this. Okay. Circus, Fluch des Sturms. Na, den haben wir gleich. Da ist er. Oh, damn. I wish Val had heard that one. So, haben wir alles? Jetzt müssen wir mit ihm sprechen. Achso, ich habe noch gar keinen Dingens ausgegeben hier. Das klingt doch hier schon mal ganz nett. Angriffsgeschwindigkeit und Ausweichchance. Nichts mehr von der Beute zu sehen hier. Glad that's over. Should be the end of our Svaria problem, though. That's not all that's bothering you, is it? That phenomenon got you worried. That for one. But I also worry for my family. Fate has pulled us apart, and I don't know if it can be fixed. Sorry to hear that. Families aren't easy. No, they're not. Sorry, I shouldn't dwell on it. It's not your problem. Don't sweat it. Family's important, worth worrying about, and fighting for. Yeah. What about you? What will you do now? Now? Well, guess I'll go back to the Order. Enjoy the look on the Elders' faces when they see I'm still alive and kicking. They'd prefer that you weren't? Why? Ah, the story's a long one. Short of it is, they don't want me to be an Elder. I'd just ruin their schemes, preach Ashara's teachings. They wouldn't like that. It sounds like you've got your work cut out for you. Yeah, you could say that. Nothing I'm not used to, though. Well, then. I guess this is where we part ways. Perhaps our paths will cross again. If you find yourself in Archeon, come look for me. Know a good place to drown our sorrows. Plus,
The view's always nice to look at. Berichte in Sturmfall Donnerklinge Fährad, indem du das Stadtportal nutzt. Okay. So, erstmal gehen wir wieder zu Mojave. Don't be shy. Mojave has everything a soldier needs. 21 bis 32 Schaden. Das hört sich doch schon gut an. Achso, das ist Zweihandwaffe. Ah. Ja, da muss man natürlich auch drauf achten. 11% Wut pro Treffer. Nehme ich. You have a good eye. So, dann haben wir noch eine neue Farbe. Verblasstes Orange. Da bekommen wir noch mal... Achso, und das ist eine neue Fähigkeit. Ja, gut. Hätte ich eigentlich in die Kiste packen können, aber ich glaube, Phantomklingen haben wir eh schon drin. Jawohl. Das ist jetzt doppelt, den können wir verkaufen. What are you looking for? A new weapon, perhaps? Perhaps. Und da steht er. Look who's here. I must say, I'm impressed, soldier. When Sandor told me you single-handedly saved the farmlands, I couldn't quite believe it. But here you stand, victorious. Glad I could help. I'll be on my way now. What? Nonsense. Everyone is talking about the hero who stopped the sphere, including the merchant prince himself. He actually wants to reward you in person. I'm not sure it's a good idea. I would rather keep away from honors. Declining our ruler's invitation is not an option. Go to the palace. The guards will let you in. So viel zum Thema unauffällig bleiben, ne? So much for keeping a low profile. Ja, sag ich ja. Val will kill me. Schick. This one, an onyx, symbol of the city of Gamora, jewel of the earth. No, you imbecile. Let's start again. Archeon, the flying city. A sapphire represents the jewel of the clouds. This city has three anchor points throughout the year. It changes position, selling knowledge in exchange for slaves. I've heard they get that knowledge from rangers they send beyond the frontiers of the known world. Their casualties confirm what we already know. The two other continents aren't meant for humans. A shame. Archeon, the flying okay, city. Das alles dasselbe. A sapphire represents the jewel of the clouds. This city has three anchor points throughout the year. It changes position, selling knowledge in exchange for slaves. I've heard they get that knowledge from rangers they send beyond the frontiers of the known world. Their casualties confirm what we already know. The two other continents aren't meant for humans. A shame. Archeon, ja, toll. City. A sapphire represents the jewel of the clouds. This city has three anchor points throughout the year. Okay, sagt's ja auch. Die Stadt hat drei Ankerpunkte. Das sind dann die hier. Okay. I've heard they get that knowledge from rangers they send beyond the frontiers of the known world. Their casualties confirm what we. Ich möchte mir die anderen Punkte hier aber auch noch anhören. Two other continents aren't meant for humans. A shame. You better remember this time. The onyx is for Gamora, jewel of the pariahs. The only known place around the four realms that shelters all types of dark cults, as long as they behave. Many worrying myths and tales shroud the isolated city. Forbidden magic, cursed items, rumors of psychic abductions. Why we are allied with them is beyond me. A city of filth for the filthy. We should be above that. An amethyst, symbol of... An Alexandrite. Yes, of course. An Alexandrite, symbol of Salander, jewel of the earth.
The city is built underground among the ruins of an old civilization. They specialize in the trade of ancient artifacts and their history. The best swords in the Four Realms come from here. Vulcane, the Jewel of Steel. Their ruby is as red as the volcano's pit under the city. The weapons they forge are legendary, both in quality and price. The best swords in the Four Realms come from here. Ach, das hatten wir ja gerade. The Jewel of Steel. Their ruby is as red as the volcano's pit under the city. The weapons they forge are legendary, both in quality and price. Stormfall, of course, our good city, the Jewel of the Sea. We excel at diamond crafting, cartography, and anything related to the sea. Our navy is unparalleled. Noble traits indeed. But these days, I wish we would excel at obliterating our foes. Oh, I love that one. The amber for Catul, the jewel of the hunt. The city is actually built across the back of two gigantic beasts walking side by side. It's perpetually in movement across vast plains, circled by lush jungles. Calm down. And what do we trade with them? I don't remember. Exotic creatures and quality leather. This is more important than the diet of these beasts that amaze your young mind. An emerald for the Jewel of the Mountains. Three Peaks is the city of the Thousand Bridges. It merges three mountaintops into a single city. They specialize in spices, incense, and spiritual insights. And drugs. Sir? story for another time. Oh, I love that. Okay, das ist dann auch nochmal das Gleiche. Gut. So, mit den anderen können wir hier nicht interagieren. Come forward. Meet Merchant Prince Damascus of Stormfall, Keeper of the Sea Jewel, the city and all its people. Okay. Das ist auch groß. On behalf of the people of Stormfall, I thank you and hereby name you the champion of the city. Sir? My lord, I'm glad I could help, but I would really, really like to avoid the champion thing and go back to my daily routine. Your humility honors you, champion. But smile and rejoice with us. Your bravery saved many lives. You made this a day of victory. Look, they aren't even saved. The Sphereas were not attacking. They were fleeing the phenomenon from the deep. Enough. Leave us. Milord? Now. Yes, Milord. You saw the apparitions, didn't you? There's more and more of them. You have to warn your people. Not a chance. You can't keep your men in the dark. They aren't prepared for this. I am doing what's best for the city. Mass panic won't do anyone any good. I have allies studying this phenomenon. They will bring me answers. Then we shall act with what little forces we have left. Until then, keep this to yourself if you really want to help the city. Okay. So, jetzt werden wir hier nochmal auf die Edelsteine hingewiesen. Das sind spezielle Gegenstände, die in Sockel auf Gegenständen eingesetzt werden können, sodass sie einen magischen Effekt gewähren. Ein Gegenstand braucht einen oder mehrere Sockel, damit Edelsteine eingesetzt werden können. Es gibt viele verschiedene Edelsteine zu entdecken und jeder Typ hat einen anderen Effekt in Abhängigkeit des Sockeltyps, in dem der Edelstein gesockelt wird. Um einen Edelstein in einen Sockel zu sockeln, muss der Edelstein in den freien Sockel gezogen werden. Du kannst Edelsteine bei Zennifer Stark auf dem Sturmfallmarkt kaufen, als auch wieder die Edelsteine aus den Sockeln entfernen, natürlich für einen gewissen Preis. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir können uns einen von drei Ringen aussuchen. Blitzschaden, Gesundheitsregeneration, dann nehmen wir doch den. Okay, und wir haben noch Edelsteine dazu bekommen. Unterstützung. Plus 10% auf den Gesamtwert der kritischen Chance für Zauber. So. Der hat jetzt auch nichts mehr weiter zu sagen, oder?
Nee. Erreiche das lachende Meermädel. Das ist die Bar. Wenn ich mich nicht täusche. Amos Telhis. Lysandre Nightshell. Iliel Moria. Nicolette Caladon. Rokitav Sturmschlag. Jerick Dunkelwasser. Frage ich mich, warum die Namen da zu sehen sind. Ob das vielleicht auch irgendwelche Unterstützer vielleicht sind. So, den Ring verkaufe ich jetzt gleich noch bei Mojave. Welcome to my humble stand. Ja, hier unten gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht sonderlich viel. Aren't you ashamed? Da kommen wir noch nicht durch. So. Nichts ist schöner, als sich im luxuriösen Gasthaus des Palastbezirkes auszuruhen, um Valeria zu treffen. Das lachende Meermädel weiß, wie man seine Kunden empfängt, auch in einer Stadt am Rande des Chaos. Rede mit dem Gastwirt. Da steht er. Greetings, dear customer. Deepest apologies. All our rooms are full. You should search elsewhere for accommodation. Promptly. Yes, yes, that's not what I'm here for. Look, did you see a tall blonde woman around? A tad crazy. Does that ring any bells? I haven't seen such a woman, sir. So, maybe you should really look for her outside. You're acting weird. You okay? Hello? Go. Just go now! What the... Aha, you're definitely the one. I'm sorry. They were here before you arrived. I didn't know what to do. And Alistair? Tell me, friend, why is an elite Republican assassin coming for me? We're on the same team here. Oh, there's no need to panic, friend. I'm just here to escort you back to camp. You two aren't going to fight, are you? You should go now. Where's Valeria? Oh, you'll see her. But right now, you drop your weapons and come with me. Where is she? Oh, you're smarter than you look. Don't make this harder than it has to be. If you don't come quietly, you'll be branded as a deserter. Then I'll have the authority to handle you. Handle me? You do not just handle one of the children of Hemlock. Start dancing, dead man. So be it. Bossbegegnung, ein herzliches Willkommen. I'm done toying with you. Let's finish this. It's not possible. Can't do that. Und das war's. This is not good. Not good at all. Why send an Alistair for me? Something must have happened to Val. She can't be behind this. I must get through the purifiers and meet with Hemlock. Only he can set things straight.
Schnellreise. Die Schnellreise erlaubt es dir, schnell zu jedem Wegpunkt zu reisen, der von dir freigeschaltet ist. Um die Schnellreisefunktion zu nutzen, musst du einen Wegpunkt auf der Weltkarte auswählen. Dies teleportiert dich sofort zum ausgewählten Wegpunkt. Doch im Gegensatz zu Stadtportal wird bei der Schnellreise kein Portal erstellt, um an die Stelle zurückzureisen. Ja, warum sollte ich das dann tun? Warum sollte ich dann nicht ein Stadtportal nutzen? Finde den... Finde den Flayer Außenposten. Ja. So, wir werden jetzt erstmal wieder unsere Gegenstände verkaufen. Gewöhnlicher Gesundheitstrank. Davon habe ich schon einen inne. Können wir eigentlich den zweiten auch noch damit ausrüsten? Dann packen wir den anderen mit in die Truhe. Aber nee, wir haben schon zwei Stück davon, dann können wir den auch verkaufen. Verstärkte Handwickel haben wir jetzt hier nochmal. Plus 27% Gesundheit auf diesem Gegenstand. Das ist halt auch recht teuer. So, gut. Ich würde die Folge dann jetzt an dieser Stelle auch wieder beenden, weil das ist ein guter Zeitpunkt. Wir stehen in der Stadt und sollen jetzt den Flyer Außenposten finden. Das heißt, damit machen wir dann in der nächsten Episode weiter. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.